liegt doch alle nass rum. Wieder da. Ribi, das dauert ewig, bis ich meine Geschütze gedreht habe, Mann. Happy, wenn du so ein dickes Schlachtschiff fährst, ey, das ist aber auch. Bis das die Kanonen rum hat, da kannst du eher das Schiff drehen wie die Kanonen. Echt, hau ruck, hau ruck. Hat Steuerbord. Ja, wollen wir mal sehen, ob das Schiff jetzt länger lebt hier. Schmeiß mir mal ein paar Kohlen mehr da rein in den Ofen, ne? New York, Wyoming. Bleiben Sie ruhig, wir fangen gleich an zu schießen. Ja, die Druckwelle auf dem Wasser siehst du beim Schießen. Sauber gemacht. Hey! Wem ballert denn da von hinten? Spielst du denn das ein anderes Spiel, Happy? Bitte? Dieses War Thunder, spielst du das noch? Nö, in der letzten Zeit habe ich gar nichts gespielt. Okay. Das hatte ich mir zwischendurch auch nochmal aufgehauen und war erstaunt. War da ein Update oder so? Das sieht ja brillant aus. Ja, da gab es, ich glaube, zwei ganz große Updates gab es doch mittlerweile. Ja, echt gesagt, ey, krass, krass, krass. Geht mir weg! Komm ran hier, Freundchen! Flugzeuge? Auch nicht zu mir. Kann ich einmal mit dem Pott hier so eine Kreuzifers Handbremse schmeißen und die hinter mir versenken. Nur das ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt eine Drehung mache, das glaube ich auch nicht cool. Schon auf die Flugzeuge. Oha, fast in Reichweite. Man kann ja schon mal Hallo sagen.
Oh, getroffen. Haben sie ihn versenkt. Dann mal hart Backboard und mal nach hinten Hallo rufen. Mal gucken, was sind das denn für Spackos. Oh, komm mal packen. Mal gucken, ob die sich freuen, wenn ich mich umdrehe. User joined your channel. Moinsen. Hallo Los Happos. Hi. Noch einen Meter, 95. Bist du Bordschrecker nicht? Lächelt da etwa meine Breitseite? Ach so. Feuer. Oh ja, oh, der kommt gut. Target penetrated. Ihr wolltet mich verfolgen, jetzt drehe ich um. Jetzt bleibt Gefäß auch da. Ist das nicht immer so? Ei, caramba. Da steht ja einer still. Oh, schönes Ding. Das war mal eine Glanzparade. Schön gesehen, schön gesehen. Aber er hat Freunde gehabt. Wo sind die jetzt hin? Auf Mars spielt er alleine. Ja, ne? Er war ein super Freund. Er war der treueste der Treuen. Egal welches Spiel, ne? Oh, guck mal, da vorne ist eine Raid-Gruppe. Wo ist Rappi hin? Da bei der Raid-Gruppe. Oh, hallo auch. Warum endlich ein deutscher Streamer? Gibt's sonst nur Englische oder was? So, Vollgas voran. Immer voran an die Buletten. Ja, ich war schon mit zwei Schiffen unterwegs, aber die, also, wie soll ich sagen? Nicht der Rede wert, nicht? Das ging relativ fix nach unten. Ja, ich habe die Torpedoviecher für mich entdeckt. Ich muss sagen, das war gestern auch echt witzig. Heute jetzt bis jetzt nicht so. Schnell beweglich und halten absolut gar nichts aus. Ja. Da muss ich erstmal mit ein bisschen fahren. Hey Rappi, schau mal in den Rückspiegel. Was siehst du da? Ja, das ist das Ergebnis deiner Torpedos. Nichts! Oh Gott. Ja, ich dachte, das ist wie bei der Yubari, dass du einfach nur nach hinten schießen kannst. Aber nein, die können ja die ganze Breitseite abdecken, die Lümmels. Achso, ja, ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viele das hier spielen. Also wir hier sind so eine ganze Gruppe, die immer zusammenspielen. Und wir spielen auch so alles Mögliche, ne? Also wir werden jetzt nicht nur hier Schifffahrt spielen, aber bis jetzt, glaube ich, jeden Abend immer eine Runde mal oder zwei, drei. Und streamen halt so aus Just for Fun. Eigentlich mal so für uns, um für unsere Gruppe so ein bisschen den ganzen Blödsinn zu behalten, was wir so machen. Was immer relativ witzig ist, zulasten des einen oder anderen. Hätte ich mich doch vorher aussteigen lassen können. Ja. Rein theoretisch. Ja. Am besten ist Jens seine Lache, aber mal. So, wie weit ist der weg? Wollen wir mal anpeilen? 13 Kilometer? Ich weiß auch nicht. Schießen wir da mal. Und. Wenn der trifft. Ach Mann!
Jetzt dauert das so lange, bis die Kanonen durchladen. Ah, ich fahre da mal. Schafft er das? Oh, 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 oh. Zieh rum! Ah, diese Schlachtschiffe, seitdem die von den Amis da drin sind, ist ja genial, ne? Es macht schon echt Spaß. Oha, da schafft er. Jetzt das Problem, ich glaube, das ist einfacher, das Schiff gleich wieder zu drehen, bevor ich anfange, die Kanonen zu wenden, oder? Ja. Wenn der so lange noch leben sollte, der Letzte, dann kriegt er... Ja, ich glaube, er nicht. Die stürzen sich da alle drauf. Yep, wie die Geier. Ach du, ich habe auch hier Anläufe... Da fahre ich 3 Minuten und dann ist das Ding auf Grund und Boden. Das macht aber nichts, das macht sau Spaß. Gerade wenn du das ja so mit 2, 3 Leuten spielst und zusammenfährst. Gut, auch wenn du dann mal einen oder anderen von deinen Mitspielern versenkst, kann vorkommen. Ist trotzdem lustig. Also ich finde auch, das Spiel macht trotzdem Spaß. Ich bin jetzt ja auch kein Pro-Spieler hier. Manche Runden sind ganz witzig, da freut man sich den Keks. Aber ich finde, das sieht gut aus und es macht Spaß einfach. Oh, versenkt der jetzt einen Kumpel von mir? Das ist aber nicht so nett. Und. Erklären, wie man am besten Schlachtschiff spielt. Ich weiß nicht, ob ich da so ein gutes Beispiel bin. Also, ich versuche mal möglichst... Oh, jetzt haben wir gewonnen. Ja, ich versuch's immer möglichst einen sicheren Schuss zu landen. Also ich habe einfach immer mal so einfach wild reingeschossen, um einfach zu gucken, ja, wie verhalten sich diese Geschosse eigentlich. Und dann abzupeilen. Ich guck, dass ich immer irgendwie neben der Insel fahre oder am besten in der Gruppe, dass du nicht sofort unter Feuer gerätst. Und dann kannst du dich eigentlich langsam einschießen auf die Gegner. Aber wenn du mit einem Schlachtschiff wirklich eine Breitseite triffst, ich weiß nicht, wie viele ich da schon mit einer Salve versenkt habe, ne?